Hallo und herzlich willkommen. Heute gehen wir die Düfte wieder durch, die uns diesen Monat verlassen werden. Und zwar gehen wir jetzt in die Kategorie frische Düfte hinein. Und ich werde mit euch jetzt nach und nach durchschnuppern, welche Düfte eben dann rausgehen. Ihr habt die Möglichkeit, euch entweder jetzt noch ein schönes Kontingent anzukaufen, weil wir wissen natürlich nicht, ob die Düfte wieder zurückkommen oder nicht. Jetzt habt ihr aktuell noch die Möglichkeit, im Februar minus 10% zu sparen. Und zwar vor allem auch auf die Sparangebote, die ihr liebt. 5 plus 1 Düfte zum Beispiel. Da spart ihr euch sowieso immer 8,50 Euro. Das heißt, ihr bekommt einen Duft gratis geschenkt. Und jetzt on top noch einmal minus 10%. Also zahlt sich das so richtig aus. Und wir starten jetzt mit dem Duft Arctic Kiss. Arctic Kiss ist es so ein richtig schöner, minziger, frischer Duft, wie so aus der Arktik heraus. Also wirklich ein toller Duft, wenn man diese kühlen, eisigen Düfte liebt. Und zwar ist es kühle arktische Minze und frische Luft umarmen die Wärme flauschiger Vanillewolken. Ach, ich mag den Duft einfach total gern. Hatten wir ja heuer auch in der Feiertagskollektion, habe ich mir sogar als Frischwäscheduft gegönnt, als Waschmittel und als Washerwifts, also die Wäscheparfüm oder das Wäscheparfüm. Richtig toller Duft. Bin schon gespannt, ob es den nächstes Jahr dann wieder geben wird. Dann haben wir den nächsten Duft und das ist einer meiner Lieblinge, die definitiv bei mir im Club landen, und zwar ist das Cozy Cardigan. Cozy Cardigan ist so ein schöner, parfümiger Duft, der frisch ist, der aber so was Hochwertiges einfach hat, wie so ein richtig schönes Parfüm. Ich finde, also das würde ich mir definitiv auch als Parfüm gönnen. Ich bin ja immer noch drauf und dran. Ich hoffe, dass der irgendwann einmal als Bodyprodukte kommt, zum Baden, zum Eincremen, zum Duschen. Das wäre total meins. Also Sensi, wenn ihr das seht, bitte nächstes Jahr im Winter Cozy Cardigan als Bodyprodukte. Ich wäre total dabei. Ist auch ein Bestseller. Und das ist Wonne und Glückseligkeit mit sanften Velourleder, Rosenblüten und seidigem Amber. Obwohl man die Rose da gar nicht so wahrnimmt. Also es ist kein typischer Rosenduft. Richtig, richtig hochwertig. Auf jeden Fall in meinem Club drin. Und ich habe es euch jetzt schon öfter gesagt in den vorherigen Videos, denkt wirklich drüber nach. Wenn ihr Düfte habt, auf die ihr nicht mehr verzichten wollt, dann bitte, bitte seid euch selbst so gnädig und legt die in den Club. Der Club ist so eine tolle Möglichkeit. Habe ich auch schon ein Video heraufgeladen. Ihr habt da keine Bindung, keine versteckten Kosten, sondern ihr könnt es über das ganze Jahr sparen. Also sucht euch gerne auf meinem Kanal auch das Video über den Sensi Club heraus. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Der nächste Duft ist Frosted Vanilla. Frosted Vanilla, das ist wirklich so ein richtiger frostiger Vanilleduft. Nicht süß, sondern richtig schön. Für mich könnte er persönlich in der hölzernen Abteilung drinnen sein. Richtig toller Duft. Also Frosted Vanilla ist ein Wunderland aus süßer Vanilleschote und Birkenrinde mit einem Hauch frostiger Luft. Also alle Vanilleliebhaber, wenn ihr mal einen Vanilleduft haben wollt, der ein bisschen anders ist, ja, der was so ein bisschen was Besonderes hat, ist der Frosted Vanilla auf jeden Fall für euch das Richtige. Dann haben wir heuer einen Duft im Sortiment oder ins Sortiment bekommen. Und zwar ist es der Frosty Air. Der Frosty Air, das ist ein richtiger, für mich hat das so einen richtigen frischen Wäschemoment. Auch den würde ich mir für die Wäsche zum Beispiel wünschen. Süße Zitrus und Maiglöckchen bleiben in einem frostigen Luftwirbel frisch. Und das Besondere daran ist definitiv diese Maiglöckchen. Die haben ganz, ganz ein tolles, ja, ganz ein tolles Dufterlebnis. Werde ich mir nicht in den Club legen. In den Club lege ich wirklich nur meine absoluten Favoriten, auf die ich nicht mehr verzichten möchte, weil ich ja schon wirklich viele Produkte habe. Aber der wäre wirklich, also auf den hoffe ich, dass er nächstes Jahr dann auf jeden Fall wiederkommt. Der nächste Duft ist der Golden Garland. Golden Garland ist ein toller Duft. Für mich ist es ein definitiv herbstlicher Duft. Also das ist für mich, wenn ich da reinrieche, das hat für mich sofort eine Wiedererkennung für Herbst. Ja? Ist auch richtig toll. Das ist Waldkiefernadeln, die kommen im Übrigen da nicht so heraus,
Mit Ringelblumenblüten, funkelnden Orangenblüten und einem Hauch von goldenem Moschus. Mit einem Hauch von goldenem Moschus. Ist aber ein richtig schöner Duft. Also da habe ich auch die Hoffnung, dass es die nächstes Jahr wieder gibt. Habe ich mir auch schon auf Lager geholt. Also bei manchen Düften, die ich sehr gerne mag, die hole ich mir auf Lager. Und die anderen lege ich mir in den Club, auf die ich nie wieder verzichten möchte. Der nächste Duft ist jetzt der Icicles and Evergreen. Icicles and Evergreen ist wirklich ein sehr, sehr nadeliger Duft, so ein Waldduft. Ja, das ist kühler blauer Eukalyptus und Kiefernadeln mit Kristallzucker glasiert. Also ich liebe, ich bin ein absoluter Eukalyptus-Fan. Auch die Pflanze selber mag ich, habe ich zum Beispiel hinten sogar getrocknete Zweige drinnen. Obwohl ich da sagen muss, da kommt der Eukalyptus gar nicht so sehr heraus, sondern es sind eher so diese Nadeln, diese Kiefernadeln, die vorstechen und nur leicht ist hinten so drinnen das Eukalyptus. Aber der Duft ist schön. Ich habe ihn zwar nie verdüftelt, weil das ist nichts, was ich so gern in den Räumen da herinnen habe. Aber für alle, die jetzt zum Beispiel sagen, sie mögen das, so ein bisschen dieses Waldige, dieses Grüne einfach herinnen zu haben in den Räumen, dann kann ich euch den auch auf jeden Fall empfehlen. Der nächste Duft ist jetzt I'm Snow Over It. Und I'm Snow Over It ist ein ganz toller Duft. Ist ein richtig schöner, frischer, der hat aber auch was Süßliches. Und zwar ist es ein Duft zum Verlieben. Salbei, Kiefernholz und Zedernholz mit saftigen Beeren wirken wie der Zauber des Winters. Und es ist ein richtig schöner Duft. Also kein Weihnachtsduft, sondern wirklich so ein Winterduft mit leichten Beeren, also dieses Süßliche drinnen. Und eben so wie eine verschneite Winterlandschaft. Also so wie es der Name eigentlich schon sagt, das ist Programm. Also I'm Snow Over It, wirklich toller Duft. Habe ich auch schon hier gehabt. Habe ich einfach nur zu wenig verdüftelt. Ich bin halt eher so diese parfümige Tante. Aber richtig schöner Duft. Der nächste, der rausgeht, habe ich mir angemarkert. Ich kann mir nicht erklären, wo mein Pröbchen dazu ist, aber ich kenne ihn und deswegen kann ich euch darüber erzählen. Der Jade und Jasmin ist es. Das ist ein Neuanfang mit grüner Zitrone und blauem Jasmin, garantiert mit Rosmarin in diesem Juwel von einem Duft. Und das ist wirklich ein schöner, krautiger Duft, sehr intensiv. Also für alle, die gerne intensive Düfte mögen, ist der absolut richtig. Und der hat auch so ein bisschen was Maskulines, ein bisschen was, also da ist ja Salbei drinnen. Und Salbei dürfte auch in vielen Herrenparfüms drin sein, denn alle Düfte, die Salbei drin haben, riechen sehr maskulin. Schöner Duft. Dann ist der nächste, den auch viele gerne mögen, den ich gerade auch nicht finden kann. Tatsächlich sind mir ein paar abhanden gekommen. Muss ich mal schauen, wo die überall geblieben sind. Oder ob die vielleicht irgendwo liegen geblieben sind auf einer Party. Kann natürlich auch immer passieren. Der Just Breathe. Just Breathe ist ein Duft, der, das ist, riecht so ein bisschen wie Erkältungsbad. Also ist auch sehr Saunamoment, sehr krautig, sehr grün. Also schöner Duft ist mit, atmen Sie tief ein und genießen Sie den wohltuenden und verjüngenden Duft von Eukalyptus, bekannter Zitrone und Minze. Also so ein bisschen wie ein Erkältungsbad. Aber richtig schöner Duft, wie ich finde. Der nächste ist dann wieder der Lights Out. Lights Out ist ganz ein leichter Duft. Der war mal in so einer Kollektion drin, ich glaube so fürs Schlafzimmer, also so zum Entspannen fürs Schlafzimmer. Und genauso ist er auch. Die Nacht fällt sanft über entspannendes Sandelholz, süße Vanille und warmer Amber. Definitiv toller Duft. Alle Komponenten sagen mir zu, aber ist wirklich sehr, sehr leicht. Also den kann ich mir wirklich perfekt fürs Schlafzimmer vorstellen, wenn man wirklich nur so leicht warme Note, so von Sandelholz, Vanille, Amber, so was leicht Wärmendes haben möchte, aber ganz dezent. Also der ist wirklich nichts für intensive Duftliebhaber, aber ein richtig schöner, schöne Duftkomposition. Und ich würde mir wünschen, wenn es so diesen Duft, so wie der da ist, einfach mehr Wumms geben würde. Das wäre richtig cool. Dann ist der nächste, der rausgeht. Das ist der Pink Pine and Berry. Jetzt muss ich noch mal kontrollieren. Pink Pine und Berry. Jawohl, Pink Pine und Berry. Eine fruchtige Fantasie aus rosa Kiefer, verziert mit Winterjasmin und gefrorenem Winterbeeren. Ist nicht so meins.
ist nicht so meins. Diese Kiefernadeln stören mich da drin. Also das ist, ja, ich kann euch das jetzt nicht empfehlen, weil es einfach nicht so meins ist. Es hat eben diese, also die Pink Pine, diese Kiefer, rosa Kiefer, ich habe keine Ahnung, was eine rosa Kiefer sein soll, aber rosa Kiefer, Winterjasmin. Jasmin ist eigentlich etwas, was ich sehr gerne mag, außer Winterjasmin ist jetzt eine eigene Sorte. Und gefrorene Winterbeeren ist normal auch total meins. Müsst ihr vielleicht einmal in erwärmter oder in erwärmtem Zustand, bitte entschuldigt mich, in erwärmtem Zustand probieren. Dann kann es sein, weil manche Düfte oder sehr viele Düfte brauchen das oft einfach, die Wärme. Dann entwickeln sie sich, dann können sich diese Duftöle, die da drinnen sind, so richtig schön entfalten im Raum und dann riecht es eben richtig, richtig gut. Aber ist jetzt in diesem Fall nicht zu hundertprozentig meins. Dann der nächste Duft habe ich auch schon wieder nicht da, habe ich nicht gefunden. Also ich muss das irgendwo liegen gelassen haben bei einer Party oder irgendwo in meiner Partytasche drinnen haben. Polarbär Hack. Polarbär Hack, richtig toller Duft, habe ich schon als Scentpack gehabt für die Wäsche, habe ich schon als Bader gehabt, habe ich glaube ich sogar, gibt es den auch als Pots, ja, also den auch da gehabt. Brombeermarmelade, karamellisierter brauner Zucker, Vanille und Amber vereinen sich zu einem romantischen Duft. Ah, richtig schöner Winterduft, hat so ein bisschen was Eisiges, was Kühles, erinnert an wirklich wieder so ein bisschen an eine Schneelandschaft draußen. Aber richtig toller Winterduft, eben fernab von diesen typischen weihnachtlichen Düften oder herbstlichen Düften, ist auch wirklich ein toller Duft. Dann kommen wir zum nächsten. Ach, den Fluffy Fleece habe ich auch übersehen früher. Den müssen wir auch noch machen. Da sind nämlich so viele in der frischen Abteilung, die da auch rausgehen. Der nächste Silver Bells, den habe ich heuer wirklich gefeiert. Also das ist für mich heuer richtig schöner, winterlicher, weihnachtlicher Duft gewesen. So ein bisschen mal was anders zu diesen typisch würzig, bärigen, fruchtigen Düften, die ich auch sehr gern mag, oder Orangendüfte. Ach, Silver Bells ist einfach richtig, richtig schön. Ich mag den. Und zwar ist es kühle Pfefferminz, Zuckerstangen tanzen auf warmen, einladenden Winterbirnen, eingehüllt in einen samtweichen Mantel aus Karamell und Vanillezucker. Das riecht man, also die Minze ist definitiv das, was vorkommt, das, was man als erstes wahrnimmt. Hat aber was Cremiges, was Süßliches, richtig schön. Toller Duft, einfach einmal was anderes, so in der Weihnachtszeit. Dann haben wir das nächste, ist das Snuggle Up. Snuggle Up ist, ist ein richtig schöner lavendeliger Duft. Schaut, dass der rausgeht. Habe ich gar nicht so am Schirm gehabt. Für alle, da war jetzt erflossen. Es ist Snuggle Up. Oh, richtig schön entspannender Duft, merke ich gerade. Lassen Sie sich in Kaschmirwäldern nieder, eingerollt mit Engel, Lavendel und beruhigendem Salbei. Der hat jetzt nichts Maskulines, obwohl Salbei drinnen ist. Da kommt da definitiv die Lavendelnote hervor. Aber richtig schön kuschelig. Also auch ein richtig schöner Duft. Habe ich gar nicht so am Schirm gehabt. Rieche ich zwar immer wieder durch, wenn ich da diese Kategorien durchgehe. Muss das öfter machen. Wir werden das dann auf jeden Fall auch im neuen Katalog dann nochmal machen, dass wir alle Kategorien extra durchgehen. Weil da erkennt man dann wieder Düfte, wo man sich denkt, oh, der riecht auch wirklich richtig gut. Den habe ich gar nicht mehr so am Schirm gehabt. Was rausgeht, ist auch Stargazing. Stargazing ist ganz ein toller Duft. Das ist unser nächster. Und zwar ist es Sterne funkelnde Blütenblätter leuchten durch flauschige Baumwolle und weiche Vanillewolken, damit all ihre himmlischen Träume wahr werden. Ist ein schöner Duft, so ein cremiger, vanilliger Duft. Also ich mag den auch gerne. Habe ihn zwar gar nicht so oft in der Lampe gehabt, aber wenn man ihn so duftet, ist er wirklich schön, so rund, so cremig, so angenehm einfach. Kommt aber auch aus der frische Wäsche-Kategorie. Und jetzt früher habe ich vergessen, den Fluffy Fleece mit euch durchzugehen, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Der geht auch raus. Das ist ein Winterduft, das ist für mich ein typischer frische Wäscheduft, aber nicht ein typischer frische Wäscheduft, ein schöner frische Wäscheduft, der aber durch diesen Moschus drinnen so parfümig wird, so flauschig, so, ja, wie man sich halt so frisch gewaschenes Fleece vorstellt, wenn es so schön aufgepufft ist, so nach dem Trockner, so zum Hineinkuscheln.
Fluffy Fleece, richtig toller Duft. Der wird wahrscheinlich bei mir auch im Club landen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich eigentlich bei dem wirklich die Hoffnung habe, dass er wiederkommt. Aber wie gesagt, es gibt keine Garantie. Ich muss mir noch überlegen, ob ich den in den Club hineinschmeiße oder nicht. Ich habe ihn sehr gerne in der Wäsche, durch das, dass wir ihn ja jetzt auch bei den Wäscheprodukten drinnen haben. In der Wohnung habe ich ihn jetzt eigentlich relativ selten benutzt, bin ich ganz ehrlich. Da habe ich heuer zum Beispiel sehr gerne Pink-Karten für Badezimmer jetzt, also so Badezimmerluft, also lieber für das Badezimmer den. Und da habe ich aber dieses Mal eher den Pink Cotton, Magnolia Leinen, Clothesline habe ich da ja sehr gerne im Bad oder jetzt auch das Ariel Under the Sea oder zum Beispiel, was ich auch sehr gerne mag, das Forever Flanell, das war, was wir ja auch als Bricks gehabt haben. Da habe ich auch noch einiges da. Also bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den jetzt noch in den Club legen werde. Auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart im Video. Ich freue mich auch über einen Daumen hoch oder über euer Abo. Wenn ihr gerne Fragen habt oder wenn ihr gerne auch was dazu schreiben möchtet, was zu sagen habt, dann freue ich mich eben auch total, wenn ihr unten etwas hinterlässt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!